Willkommen zum letzten Infoete von dieser Woche. Eine Woche, wo wir spannende Sachen rund um den Bielersee entdecken. Und heute tauchen wir wortwörtlich ab. Und das zusammen mit einem passionierten Taucher hier aus der Region, mit dem Samuel Rohr. Mit dem Samuel Rohr, der jetzt gerade von einem Tauchgang zurückkommt. Herr Rohr, wie ist es gesehen heute? Ja, super. Immer wie sonst. Wenn man tauchen kann, ist es immer schön. Ja, mehr zum Samuel Rohr und zum Tauchen hier im Bielersee und auch ganz besonders, wie näher zu diesem Hobby gekommen ist, geht es jetzt gerade nach den Infos vom Tag. Herzlich willkommen zu diesem Infoflash. Das sind die Schlagzeilen. Am Mont-Chemin hat es diese Woche einen Waldbrand gegeben. Solche Brände häufen sich und sind für die Feuerwehrleute eine grosse Herausforderung. Die 25-jährige Emily Zeller hat ihre eigene Kleidermarke gegründet. Aus guten Gründen steckt sie jetzt viel Energie in ihre grosse Leidenschaft. Und auf dem Bieler Robert-Walser-Platz ist das Wochenende das Jugendkulturfestival Artbeat Bien. Das Festival, das allen Arten von Kunst Platz bietet. 500 Quadratmeter Wald löscht hier die Feuerwehr am Montag auf dem Chemin bei Moutier. Das Risiko eines Waldbrand ist immer noch sehr gross und der Boden ist zu trocken. Der Regen am Mittwoch hat die Situation laut dem Feuerwehrkommandant von Moutier, Frédéric Mache, nicht entschärft. In 23 Kantonen herrscht Gefahrstufe 4 von 5. Es ist schwierig, das Terrain zu erreichen. Und vor allem fehlt der Zugang zu Wasser. Das macht einem schon etwas Angst, weil wir weniger Zeit haben, das Feuer einzugrenzen. Heute wollen dort beißen und das ist ein sehr undankbarer Faktor. So kann sich ein Feuer noch viel schneller ausbreiten. Weil sich ein Waldbrand so schnell ausbreiten kann, braucht es viele Leute. Die Feuerwehrautos müssen parat stehen. Und auch das Material für Vegetationsbrände muss Frédéric Mache kontrollieren. Wegen dem Klimawandel hat sich die Arbeit der Feuerwehr nur in den letzten 6 Jahren verändert. Vegetationsbrände sind immer häufiger. Wir bereiten uns vor, indem wir uns mit dem Gebiet vertraut machen und auch mit Situationen, die problematisch sein können. Wir können schon mal den Weg anschauen und Pläne machen, wo es Wasser hat und wie wir zu Wasser kommen. So bereiten wir uns vor. Die Vorbereitung ist wichtig. Gerade gestern, Donnerstagnacht, musste die Feuerwehr zu Moutier ausrücken, weil eine Grillstelle am Waldrand noch brennt hat. Es gilt in unserer Region ein Feuerverbot bis zu 50 Meter vom Wald weg. Der Frédéric Mache bittet die Bevölkerung darum, sich an das Verbot zu halten und Risiken zu umgehen. Auch wenn wir sagen, man darf Feuer machen, an definierten Plätzen weg vom Wald und so, sollte man das gleich nicht machen. Vor allem, wenn es windet. Es wird schnell problematisch, wenn sich ein Feuer ausbreitet. Man muss vielleicht seine Gewohnheiten ein bisschen anpassen und der Zigarettenstummel nicht aus dem Fenster schiessen, sondern in Aschenbecher fallen. So kann man Brände vorbeugen. Tout le temps le mettre dans son cendrier. Voilà, ça c'est un petit peu les mesures de prévention. Für solche Situationen wie auf dem Chemin am Montag zu umgehen, ist es wichtig, die Feuerwehr zu informieren, wenn auf Felder oder in Wäldern Rauch oder Feuer zu sehen ist. Je schneller die Feuerwehr handeln kann, desto einfacher ist es für sie, den Brand zu löschen und so die Wälder zu schützen. Ihre Inspiration leitet Emily Zeller. Die 25-Jährige von St. Immer handelt autodidaktisch. Sie hat mit Millesim ihre eigene Kleidermarke gegründet. Bevor sie eine Idee umsetzt, zeichnet sie Skizzen. Aber sie macht auch Modecollagen. Also schneidet einzelne Teile aus Zeitschriften aus und setzt sie dort zusammen. Ihre Marke hat sie aus Überzeugung gegründet. Ich persönlich bin vor 4-5 Jahren auch noch viel in klassische Läden gegangen, wo es all die grossen Marken hat. Aber jetzt mit dem Klimawandel und all diesen Sachen, die Textilindustrie ist die zweitgrösste Umweltsünde. Darum habe ich Lust bekommen, selber Kleider zu produzieren und das möglichst nah bei den Leuten. Pullover, Hemli, T-Shirts. Im Atelier von Schneiderin Luciana Jacovelli erstrahlen die Kleidungsstücke. Sie wohnt nur ein paar Meter neben der Emery Zeller. Zusammen tüfteln sie halben. Hier haben wir
La taille unique. Hier haben wir eine einzelne Grösse. Und es ist klar, für jemanden, der sehr dünn ist, kann es hier zu weit sein. Ici, ça peut dépasser. Ein einziges Kleidungsstück zu entwickeln, dauert 6 bis 8 Stunden. Aber genau das gefällt Luciano Iacovelli. Ihr Job, der wird irgendwie rarer. Ich kann vous donner l'exemple d'il y a 30 ans arrière encore, c'était. Ich mache ein Beispiel. Vor 30 Jahren ist es super gelaufen. Es hat viele persönliche Kleidungsstücke gegeben. Jetzt geht es viel mehr darum, etwas auszubessern, Kleider aufzuwerten, Reparaturen zu machen. Es ist viel mehr so, weil die Leute denken, ich kaufe und ich schiesse weg. Uns Schneiderinnen braucht es für das nicht. Und wir, die Couturières, haben nicht mehr Platz hier. Nach ein paar Anpassungen hat Emily Zeller ihre Kleidungsstücke jetzt wieder auf der Webseite. Sie hat sich vor 2 Jahren in das Abenteuer gestürzt und steckt ihre ganze Leidenschaft rein. Nein, ich lebe nicht von dem. Wenn man so etwas macht, braucht es viel Risiko und es ist teuer. Aber grundsätzlich glaube ich daran. Ich habe Lust, weiterzugehen. Man muss wirklich gerne Risiko haben. Aber man entdeckt schöne Sachen und spannende Personen. Durchschnittlich verkauft Emily Zeller 15 bis 20 Kleidungsstücke pro Monat. Ihr Ziel sind doppelt so viel. Um das zu schaffen, will sie die Mentalität von möglichst vielen Leuten ändern. Der Robert-Walser-Platz in Biel ist 3 Tage lang eine grosse Konzertbühne. Das Jugendkulturfestival Artbeat Bien ist zum 8. Mal. Ob Musik, Tanz, Literatur oder Gestaltung. Alle Arten von Kunst sollen ihren Platz haben. Und am Samstag gibt es auch noch einen Workshop. Eintritt zahlen muss niemand. Das gehört zum Konzept, sagt Aline Schüppach, OK-Mitglied des Festivals. Das Festival ist offen für alle Menschen. Das ist uns mega wichtig. Darum haben wir auch diesen Standort hier mega gerne, hinter dem Bahnhof, wo einfach Leute durchkommen und bleiben hängen, weil ihnen die Musik gefällt, weil ihnen der Vibe gefällt. Also das ist mega, was uns wichtig ist, für alle offen zu sein. Am Sonntagabend gibt es hier auf Tele Bilag eine ausführliche Reportage zum Festival Artbeat Bien. Wir sind zurück mit dem Samuel Rohr. Herr Rohr, ein weiterer Tauchgang im Bielersee. Wissen Sie eigentlich, wie viele Tauchgänge Sie schon hier unten gemacht haben im See? Also im Bielersee habe ich allweit sicher 300 bis 400 Tauchgänge schon gemacht. Im Gesamten habe ich in meinem Leben jetzt bald 3100 Tauchgänge. Also total erfahren. Was macht denn der Bielersee für Sie aus als Tauchspot? Also jeder See ist interessant und der Bielersee für mich ist einfach sehr interessant, weil er ist nahe von mir daheim. Also ich bin 10 Minuten bin ich im Wasser und nachher, wenn man unter Wasser ist, ist man einfach schön, einfach gemütlich mit einem Kollegen zusammen und man kann einfach total abschalten. Sie sagen, es ist gemütlich, man kann total abschalten. Wie muss man sich das vorstellen? Wie fühlen Sie sich persönlich, wenn Sie unter Wasser sind, wenn Sie am Tauchen sind? Was gibt Ihnen das? Also, erstens einmal, man wiegt nichts mehr. Also, es ist einfach schwebelos. Also, und nachher ist einfach kein Lärm. Man ist in der Ruhe. Man kann Sachen anschauen. Also, es hat Fische, es hat kleine Tiere. Man muss einfach ein bisschen mehr schauen als im Meer. Aber es hat wahnsinnig viel Lebewesen im See. Sie sind jetzt hier in Tüscherz rein in den See gegangen. Was ist ganz besonders jetzt an dieser Lokalität hier, respektive wieso eignet sich eben die so gut, um in Bielersee zu tauchen? Also was gäbig ist, ist einfach, man kann mit dem Auto gäbig suchen. Und nachher für ins Wasser ist es auch gäbig, man hat einen Stegen. Und unter Wasser ist einfach interessant, weil es geht ziemlich rasch runter. Man ist schnell auf 30 Meter und dann wird es ein bisschen flacher. Aber bis 30 Meter hat es einfach Steine, Gras, Lebewesen. Und es ist, ja, man kann im Prinzip jede Tiefe kann man tauchen. Von hier aus geht es relativ schnell durch oben. Man hat schnell Tiefe. Wie weit oben sind Sie jetzt heute tauchen? Also heute waren wir auf 30 Meter. 30, 32 Meter. Und dort war die Sicht sehr gut gewesen. Und gibt es für Sie persönlich so einen Lieblingsort im Bielersee, wo Sie gehen tauchen? Etwas Spezielles, was vielleicht zu sehen gibt im Bielersee? Also vom Tauchplatz her ist
Die Wanne ist sehr schön. Weil die Wanne, dort hat Canyons, die sie gegraben haben. Und das ist noch eindrücklich, weil die Canyons die sind vielleicht 5, 6, 7 Meter hoch. Und dann kann man in diesen Canyon eintauchen. Und das ist ein bisschen speziell. Also, das ist ein schöner Tauchplatz. Und dort hat es einfach da viele grosse Fische. Welsen hat es viel in die Wanne. Also, das ist ein interessanter Tauchplatz. Sie haben im Vorgespräch erzählt, dass es sich anfühlt in der Mitte des Bielersees, fast ein bisschen wie auf dem Mond. Wieso genau? Also, es ist einfach ab 37, 38 Meter wird es ziemlich flach und da hat es einfach Schlick. Und in diesem Schlick hat es einfach die Löcher. Und die Löcher, das gibt einfach ein bisschen das Gefühl, wenn man auf dem Mond ist, mit den Kratern, die es auf dem Mond hat. Und das ist noch eindrücklich. Aber es ist alles flach da. Sie haben und man sieht zu Hause, wie einen dicken Neopren an. Gehen Sie jetzt mit dem das ganze Jahr tauchen oder ist es abhängig auch nach Jahreszeiten? Also im Prinzip kann man jetzt im Sommer nass tauchen. Ich tue einfach immer trocken, weil wenn man auf 30 Meter runterkommt, ist einfach das Wasser kalt. Also 8 Grad, auch im Sommer ist 8 Grad und dann hat man einfach viel schneller kalt. Und da ist einfach der Neopren, das ist ein komprimierter Neopren und drunter habe ich wie einen Skianzug. Und Sie haben gesagt, Sie haben schon 300, 400, 500 Tauchgänge gemacht im Bielersee. Haben Sie da auch schon mal etwas Spezielles, Kuriles rausgefischt? Ja, also einmal habe ich einen Plastiksack gefunden. Und da hatte Steine drin. Da habe ich gedacht, ja, nehme ich ihn mal rauf. Und als ich da oben war, habe ich den Plastiksack aufgemacht. Und dort war ein Bass drin von einer deutschen Frau, einem deutschen Bass. Und ja, es war ein bisschen komisch, weil wenn man den Bass findet unter Wasser, hoffentlich finde ich nicht auch die Frau. Und dann habe ich einfach den Bass nachher an die Polizei gebracht, aber dann habe ich nichts mehr gehört. Also nicht nur die Fische sind interessant, manchmal gibt es auch noch etwas Spannendes zu finden. Ich höre jetzt aus dem Neopren raus, Sie können sich umziehen. Und der zweite Teil des Interviews gibt es jetzt gerade mit dem Samuel Rohr. Ja, wenn man so Bilder sieht, kommt man selber Lust über zum Tauchen. Samuel Rohr, wie sind eigentlich Sie zum Tauchen gekommen? Wie haben Sie das entdeckt? Also ich das erste Mal, als ich tauchen ging, war im Mittelmeer. Da konnte ich Schnuppertauchen machen. Und das war ein bisschen komisch, weil das erste Mal, als ich runter bin, habe ich eigentlich nicht gewusst, dass man schnaufen kann unter Wasser. Und dann war ich unten und da hatte ich ein bisschen Panik, weil ich wieder raufkommen musste. Und dann hat einfach der Instruktor gesagt, du musst einfach normal schnaufen, unten auch, und dann ist es gegangen. Sie haben gesagt, so lernt man das, also Sie sprechen die Ausbildung an. Wenn jetzt jemand hier in der Region auch Lust hat zum Tauchen, wo findet man Hilfe, wo findet man Vereine für das? Also in Biel, um den Bielersee, hat es ziemlich viele Vereine. Also da hat es Octopus, hat Lakeland, hat 200 Bar, das ist alles Bubble School. In La Neuville jetzt MZ Plongée. Und dann muss man einfach Kontakt nehmen mit so einer Tauchschule. Und dann kann man den Kurs anfangen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele verschiedene Niveaus gibt es hier? Von Prüfungen? Wie fängt man an? Bis wo weit kann man gehen? Wie sieht das aus? Also es gibt verschiedene Prüfungen, also Organisationen. Es gibt CEMAS, das ist das weltweiteste Prüfe, das man kann haben. Dann kann ich das Paddy, das ist mehr. Viel in den warmen Meeren kommt das vor. Und jetzt hier um den Bielersee hat es viel SSI. Das ist jetzt das, was aufkommt die letzten Jahre. Gibt es auch Situationen, wo es für Personen, für Menschen nicht möglich ist, zum Tauchen? Gesundheitlich, andere Situationen? Also, zum Spray machen, muss man ein Arztzeugnis machen, dass man tauchtauglich ist.
Und hat verschiedene Sachen. Also, wenn man ein Herzproblem hat oder Asthma oder so, das geht nicht. Das ist klar. Aber wenn man gesund ist, normal gesund, kann jeder tauchen. Sie haben gerade das T-Shirt von Octopus vom Verein. Sie haben gesagt, Sie sind auch international unterwegs, also nicht nur im Bielersee. Wo sind Sie sonst so anzutreffen? In welchen Meeren? Also vor allem im Roten Meer. Das ist von der Distanz her und ist das Interessanteste. Und Mittelmeer ist sehr schön, viele Farben. Dann Bali, Philippinen, Thailand, Malediven natürlich. Dort ist vor allem interessant für die Grossfische, Haifisch, Walhaie, Mantas, Eagle Ray. Und Mittelmeer natürlich auch. Das ist auch noch interessant. Und wo geht es als nächstes zurück? Haben Sie schon eine nächste Reise geplant? Oder bleiben Sie die nächsten paar Wochen, Monate hier im Bielersee treu? Also bis im August, Anfang August bleibe ich jetzt in der Bielersee, also im Bielersee, Neuenburgensee. Wir gehen auch ab und zu in den Thunersee. Das ist nicht so weit. Und die nächste Reise ist Anfang August wieder nach Ägypten. Aber das Mal machen wir den Norden. Samuel Rohr, vielen herzlichen Dank für die Auskunft, für das Gespräch und ich wünsche weiterhin viele unvergessliche und natürlich auch sichere Tauchgänge. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es mit dem Info-ET für diese Woche. Nächste Woche widmen wir uns dann der Entwicklung der Ökologie hier in der Region. Und unter anderem thematisieren wir das Umweltverständnis von früher. Weiterhin beste Unterhaltung auf Telebilenk oder miteinander.